auch crazy Sachen machen, wie Phantom oder sowas. Ja. Ja, dann let's go, ne? Dann Ja, Phantom. okay. Ich habe gehofft, ihr sagt nein. Nö, ich spiele alles, also Okay, let's go. gar kein Thema. Ja, Irgendwas also, Besonderes? let's go. Ja, Magna kennen, ne? Ist doch klar. Okay. Ich bin oben, dann das heißt, Ich ich bin spiele Mitte. was? Kennen. Ihr Kennens? spielt Kennens, ich Okay. mach Magna. Ja, vielleicht sollten wir unsere Strategien nicht so beraten. Na, wird schon schief gehen. Die spielen übrigens Pinch Ja, da Fist. wird ja keinen Streamer haben von denen. Haben die Nein, schon mit nie. Pinchy. Der obere hat die Verjüngung noch nicht hinbekommen. Ja, ich glaube, Der das spielt ist so dann entweder von dem. der. Ich mache mal Der ein Select mit bisschen. Forts gleich mit nochmal rein und dann. Ja, das war super. Ich glaube, die spielen Pinch Fist, oder? Oh. Double Turbine könnte. Ich glaube, also, ne, die haben ja zwei Windturbinen platziert. Ich glaube, die Ich glaube, die spielen spielen Pinchfest, Geizhals. oder? Ja, Pinchfist, ja, richtig, Ja, ja. das ist ein guter Call, guter Call. Guter Call. Steffen, was denkst du denn? Also, Pinchfist Das hat oder? sich, das hört sich jetzt voll ironisch an. Weiß auch nicht, wieso. Hast du das gerade schon gesagt? Ich bin ein Ja. bisschen lustig. Okay. Du hast kurz darauf wiederholt. Ja, okay. Ey, ich habe heute wirklich 5 Stunden Ey, Mathe alles. gelernt. Es ist Boah. einfach. Hast du Prüfung? Ja, jetzt am 7. Ah, ja, dann good luck am Dienstag. Ja. Ja. Irgendwann muss man halt mal anfangen zu lernen, ne? Das stimmt. Am Dienstag, das erste Mal Oh. gefahren. Und heute war der erste Tag. Ach so, oh Gott. Aber läuft gut. Also, ich fühle Das mich ist das gut. Wichtigste. Ja. Wird bestimmt super. Ist dann auch die letzte Klausur, dann ist Bist du fertig. durch? Ja, also nicht mit Klausuren, Ja, aber ja, mit ja. Mathe. Okay. Dann ist er fertig mit der Grundschule. Ja, endlich, ey. Grundschulzeugnis in der Hand und dann let's go. Let's go. Arbeitsmarkt, ich komme. Die unteren beiden spielen übrigens Laser. Oh no. Den. Ich bin immer Laser One-Shot. Weil ich das Timing nicht einschätzen kann. Also sie werden um 4 Minuten 30 rum fertig sein und euch One-Shotten können. Deswegen. Wahrscheinlich ein bisschen früher, dann solltet ihr ein bisschen Holz vor der Hütte schon haben. Auch wenn es den Build delayed. Und ordentlich Holz, ne? Und auch spaciges Holz, so. Einfach ein Schild. Gegen normale Laser. Oh, Feuer-Plasma-Kombi? Ja. nicht vergessen, der Stability-Tag, Leute. Fällt mir gerade auf. Ach ja, ne? Ich erinnere mich. Steffen, was meinst du, die spielen die Salzwerk? Ach, Pinch. Ach, mein Gott, okay, ja. Gut. Ja, die spielen Ja, Salzwerk. die Jetzt spielen hast du ihn selber. Salzwerk. Ich hab den Jetzt ganzen hast du Tag ihn Mathe selber. gelernt, du. Boah, ich bin voll kaputt. Puh. Ja, du hast den ganzen Tag sicher irgendwelche Leute hops genommen. Ich war heute laufen. Ja. Du warst Ich habe laufen? Sport gemacht. Laufen? Wie Vorbereitung auf die weit? Bonschwer Jugendspiele. Oh Gott! Oh, schön eingestreut. Sehr stark, sehr stark. Aber Leon hat Ja, es leider nicht da hast du eine mitbekommen. Strebe gerissen. Da muss ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen was für tun. Hast du recht. Hast du recht, ne? Ja. Aber Was ich hast du hab. gesagt? Ich schwöre, ich hab davon heute Nacht geträumt. Kein Scheiß. Ich meine, Bonschwer ich war Jugendspielen? heute laufen, als Ja. Vorbereitung für die Jugendspiele, genau. Ach so, Ja. ja. Was hältst du denn, ne? Nicht leaken vorher. Noch geheim. Okay. Okay, irgendeine Ganze Strebe ist gerade Nacht. gerissen. Ich weiß nicht welche. Unten? Ja, unten Ja, die irgendwie. kleine kurze. Kannst du nochmal neu Ja, ziehen von oben nach unten? geht leider nicht. Von oben nach unten geht nicht? Nee, leider nicht. So, Boys. Also, wenn du die Waagerechte nimmst von dem Erzlager? Ja, genau. Achso, Okay. Waagerechte. Ah! Oh. Ja, was muss ich machen? Kennt's. Gut, dass wir drüber geredet haben. Aber warte, wir sind ja Phantom, ich brauche ja gar keine. Oh, egal. Ich kann hier hinten bauen und moven. Sie. Ich hab mitgekriegt, dass Salzig. jetzt schon nächstes was von denen kommen würde, aber es kam einfach nichts. Ne, wären wir auch noch nichts, ne? Ja, aber ich dachte, so ein Firebeam. Ein frischer. Ein frischer. Ja, nicht nur für die Bonschau Jugendspiele, sondern auch für meinen Sporttest. Den habe ich actually am Freitag. Am Freitag? Mhm. Ist ja richtige Prüfungswoche Oh, für das uns.
Ohne Witz. Sagen, für uns alle. Für Leon am meisten. Ich will Dark and Darker spielen. Das ist auch eine Herausforderung. Also. Ja. Darf man nicht unterschätzen. Steffen, wie war das damals bei deinem Dark and Darker Run? Hattest du irgendwie... Nein, tu's nicht! Ich hab mich gefangen, Ich bin APM-Meister. Oh, so ein Glück, du. Glück, das war Können. Dass der Gegner nicht trifft, war Können? Okay. Let's go. Man muss auch kleine Erfolge loben. Echt mal. Ich lob alles. Mich mal. Ich mach mich nicht mehr fertig. Hä, warum sagst du nichts, Steffen? Aber schöner Schuss. Warum denn? Ja, weil Magna, hallo. Magna. Ja, aber den brauche ich doch gar nicht. Ja. Okay. Hast du ja gesehen, du. Hast du gesehen. Aber machen wir gleich. Ich schieße denselben Schuss nochmal und dann ziehst du an. Denselben Schuss nochmal? Dann müsste der eigentlich in den Plasma doch reingehen. Nicht sterben. Ja, ist gut. Guck mal, die sterben ja gar nicht. Ah, easy. Also, wenn ihr ready seid, dann würde ich mal hier Action machen. Ich bin ready. Ich bräuchte noch ein bisschen an Strom, aber habe ich gleich. Ja, dann chillen wir noch kurz. Ich wäre auch nahezu ready. Ja, die hören zu, die testen schon hier rein in meine Box, du. Ich muss mal kurz einen Sniper hier holen, das geht so nicht. Ich bin ready, komm, Salzi. Ja, aber nee, warte, guck mal, die wollen, die hören zu. Ich sag's, die hören zu. Ja, ja, ja. Ja, so ja, sind ja. sie. So sind sie. Muss kurz, ne, Sniper installieren und dann kann's los. Ja, nee, guck mal, da ist gar nichts drin, Leute. Mir auch nicht, hehe. Guck mal, die denken, aber... Die denken. So. Jetzt kann's losgehen, Boys. Magna ist gemoved und auf den Bottom Base. Hey, warte, nicht schießen! Hast du noch einen zweiten? Ja, aber den muss ich erst hochmoven und das Magna fällt erst weg. Aber der Schuss muss erst, genau. Okay, und los geht's, Boys. Auf den zweiten. Auf den untersten. Auf den. Ah! Okay. Ja, war okay. Die! Dabei auf jeden Fall. So, ich hole mir eine kleine Sniper-Armee hier. Salzi, wie weit bist du jetzt gelaufen? Das hast du immer noch nicht so gesagt. Ich muss Scuba-Test machen und das habe ich heute auch probiert und 2,412 habe ich gemacht. 2,4. Okay. 2,4 Meter in 12 Minuten. Das stark. Also so ungefähr. So. Zurückgeworfen. Oh, wollen wir den oberen? Dann ab den Winkel. Auf den unteren? Auf den mittleren könnten wir. Lass mittleren. Let me contest the snipers, please. Auf mittleren hab ich keinen Winkel mehr. Auf den mittleren hast du keinen Winkel? Ja, aber ich kann doch, mach, let's go. Ich bin ready. Warte. Salzi, move! Ja! Salzi. Guck mal, ihr werdet ja schon wieder angegangen. Die hören doch so zu. Ja, aber die können doch nichts. Okay, go. Nein, ich hab grad gemoved! Du brennst! Okay. Du brennst unten, Leon! Ja, ist okay. Nee, du brennst gleich weg! Ja! Ich muss mal Cannon saven. Steffen, hast du noch was? Ja, ich hab zwei Cannons. Ich hab gemoved. Alles klar, auf Second Bot. Also okay, Mitte. Warte. Und Schuss. Jo. Ah! Stabil. Haben wir den? Nee. Nein. Das heißt, sie hat ein Schild getroffen. Nee, move runter das Ding. Ah, Mann, du. Nur Pech hier. Ja, gut. Alter, das hat so viel Metall gekostet. Sag Bescheid, wenn du ready bist. Warte, ich werde hier gerade beschossen. Ich wäre ready. Ich wäre auch ready. Auf. Ah! Okay, easy. Ja, sorry, du hattest ausgewählt, deswegen dachte ich, aber. Oh, ich hab den nächsten. Das ist doch nicht hier zu. Hör mal. Zieh da jetzt Türen ein. Was ist ein Sniper? Die sitzen da Bottom Base drin. Was kriegt ihr da die ganze Zeit Schaden? Unten. Ich wäre ready. Ja, nee, muss noch hier contesten. Okay. Könnt auch normal schießen. Ich hab einen Sniper unten. Da drunter ist noch einer an der Tür. Mhm. Aber ich winkel drauf.
Wäre ready. Ah, muss hier wieder kurz alles aufbauen, weil die schon wieder Quatsch gemacht haben. Okay, ich schieß einfach mal normal, okay? Ich habe auch kein Magna gerade, Boys. Ja, gut. Dann von daher gerne Damage austeilen. Habe ich zero Probleme mit. Einfach Invis, alles klar. Im Insi-Modus. Alrighty, alrighty, alrighty. Soweit, so gut. Na. Na. Die wollen mir auf jeden Fall wehtun. Emotional und physisch. Machen wir einfach wieder Invis. Wäre ready. Lass einfach mal auf den mittleren Druck machen mit dem. Okay, Kennen. Ja, warte, warte, ich hab jetzt, ich komm. Ah, ich warte doch! Ich hab noch eine, Schieß, 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 schieß. Sandsäcke. Ich hab schon wieder so ein Ding verloren hier, aber ja, schöner Counter-Frag. Höh! Also den mittleren können wir echt die Kanonen zerballern. Okay, Achtung, ich komme jetzt die mit Magna. Ja, ich hab nicht... Auf Bottom, schon. auf Bottom. Und Schuss. Upala. Veraimt. Mach Windturbinen Block und dann weg damit. Oh mein Gott. Es ist nie knapp gewesen. Nie knapp gewesen. Ich komm da nicht ran. Gibt's ja nicht. Da ist ein Fels im Weg. Mein Schild. Oh Gott, ready. Mach ja echt Quatsch. Ey, komm da nicht ran. Komm ja Strom. Also wenn ihr überlebt, ich glaube, ich habe gleich genug Druck, aber... Ich habe Magna jetzt. Wollt ihr? Alles klar, ich schiebe hoch, ich schiebe hoch. Okay. Ich habe keine Energie. Ich kann nicht nur Energie. Ich habe alle Windräder gerade verloren. Meine Schilder sind nicht so viel. Okay. Ne, mal wieder runter. Conteste erstmal Sniper. Ja, guck mal. Die denken. Aber das ist ganz gut, dann verballern die sinnlos ihre Shots. Oh ja. Siehst du, das ist die Taktik, Leute. Einfach sagen, einfach die ganze Zeit wir schießen. Wir müssen jetzt einfach Simon Says spielen. Ja. Ich move nur, wenn ich Simon Says sag. Das ist gut, das darf nicht. Wer schafft den Damage? Der mittlere kriegt. Da würde ich mich ja jetzt aufregen, du. Ey, da kommen Nukes. Oh mein Gott. Das ist jetzt eher nicht so geil. Vom Anesen des Swarms. Okay, entspannt. Alles chillig. Geht schon. Wir haben mal Schilde rausgenommen. Oh. Ich glaube, ich habe eine Mine rausnehmen. Oh no! Ja. Okay, bei dir explodiert auch alles direkt. Fuck genau. Ich habe noch eine Cannon hinten drin stehen. Nicht mehr lang. Hä? Warum geht es nicht? Geil. Was denn? Ich bin dran. Ach, du bist schon dran. Achso, ja, okay. Ja. Ja, dann. Willst du es haben? Nee, ich brauch's jetzt nicht. Aber ich kann es nicht so gut halten, deswegen. Ja, wie? Du kannst es nicht so gut halten. Ich kann es besser halten, oder was? Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Ah, zu sehr gewackelt hier. Guter Shot! Also Steffen, wir müssen hier, glaube ich, gleich mal
koordiniert unsere Magnas rausbringen. Ja. Unsere Strat. Seht ihr beim mittleren den einen Plasma offen stehen? Mit einem guten Magna kriegt ihr den von oben. Mhm. Beim mittleren? Ja, das kleine ist offen, der obere. Siehst du den Plasma da? Ich hab 4 Kanonen ready. Alles gleich, schieb hoch. Unsere Base wird gecuttet übrigens. Auf Bottom Base? Nicht auf. Oh, auf Bottom? Okay. Und warte. Ah, da kommt. Ja, ich hab kein Energy. Deine Base wurde gecuttet, Steffen. Hol die mal schnell zurück. Mann, oh. Lull. Ey, was ist das denn? Der Magna, der gestorben ist, hat das gesagt, dass er curft. Das ist ja nicht so cool. Nee, ne? Im Mittleren gibt es auch ein Firebeam. Ich habe immer noch Schuss ready. Salzi? Ich hab Plus, AP-Sniper verloren. Ich habe keinen Magna mehr, der ist kaputt gegangen, wie gesagt. Okay. Also habe ich nicht mitbekommen. Du könntest vielleicht den oberen kippen lassen und auf den unteren fallen lassen. Ich glaube, wenn du beim oberen aufs Schild schießt, ungefähr. Oder da geht's vielleicht auch. Ich habe übel random geschossen, also es war nicht so mit Konzept. Aber wenn du aufs Schild schießt, könnte das oben wegklappen. Schild und direkt unterm Schild, die bestreben. Wenn du die hittest. Ja, ich sehe es. Hat der da oben denn viele Waffen drin? Der hat zwei Cans da drin und der hat eine große Doors, wie du siehst. Was ist mit dem unteren? Der hat über dem Kern auch sehr wenig. Der hat wenig. Und direkt über dem Kern ist noch ein Plasma von ihm. Ah ne, ist viel zu hoch. So tief komme ich gar nicht. Oh, Feuerlaser? Aber oben ist, glaube ich, auch ein Ken gestorben. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist nicht gut. Ich sehe eine Winning Condition für uns. Steffen, du siehst beim Mittel. Ich weiß nicht, ob du gerade das. Beim Mittleren siehst du gerade eine Tür. Die genau in der Mitte vom Fall ist. Direkt dahinter ist ein Plasma. Ja. Wenn du den Dorgesnap bekommst, du hast eine große Tür, der ist instant tot. Okay, ich aim mich mal kurz ein. Ja, genau. Den könntest du auch kriegen, wenn du das Schild wegmachst. Wenn du das Schild wegmachst, kannst du ihn von oben hitten. Okay, ich versuch's. Ich versuch's. Bisschen Energy. Ja. Oh, ein bisschen tiefer, ein Stück tiefer, dann hast du's. Ja, war nicht bad, aber kriegen wir, glaube ich, noch besser hin. Ich hab Magnum wieder ready. Schild bei deinem Windrädern ist down. Mhm. Oh, was ist das denn? Nein! Was mache ich denn hier? Oh, jetzt habe ich gar keinen Strom mehr, ne? Nee. Das ist nicht so gut. Der Schuss muss ein bisschen tiefer. Der erste. Sag doch was, ich hab doch. Ah, der hat zwei Schilde. Ja, ich wusste nicht, dass du die wieder ready hast. Die sind ja die ganze Zeit tot. Hab ich dir gerade eben gesagt. Okay, ja, das höre ich nicht. Ich könnte gleich zwei schießen. Dann lass aber den mittleren gehen, der hat gerade so einen hohen Turm. Oh nein. Ich hab ein Problem. Oh. Okay, du fängst an. Oh mein Gott. Oh mein. Oh. Ey, die hören mit! Der hat jetzt ein Schild oben gemacht, wenn wir den von oben rausnehmen wollten, den Laser. Ich krieg's einfach nicht, ey. Die sind Armadillo oder so, die Türen öffnen sich zu schnell. Ja, das kann sein. Aber ich denke, weiß nicht, Steffen, was sagst du? Sind die Pinch? Ah, shit. Die sind auf jeden Fall im Chat. Ich hab zwei Cannons ready. Ja, ich komme mit Magna. Schießt auf den mittleren mit. Ja. Schuss. Auf die. Dass sie dahinter. Ah, oh, zu früh! Ja, sorry, muss höher schießen dann auch. Ja, also war von mir auch bad, also. Magnum wieder verloren. Oh. Magnum verloren, okay. Ja. Mhm. Wird wieder aufgebaut, aber. Scheiße. Ey, die ballern so krank auf die Schilde drauf. Ah, der obere geht nur auf der Windräder. Ja, ist ganz schlimm. Ich baue die einfach nach unten, oder? Ja, das wäre, glaube ich, besser. Bauen uns von oben.
Ja, der mittlere hat einen Turm gebaut, damit wir den oberen nicht angehen können. Oh yes! Oh, ja, schönes Ding. War das der Plasma? Ja. Ich glaube ja. Ich hab gleich wieder Magna bereit. Dauert aber noch. Oh, zu tief. Nice. Ah, das war eine Mine vom, von unserem Base. Also du musst echt einfach nur versuchen zu surviven, weil die Gegner nur einen Stand auf dich. For Core Damage zumindest. Na, zu tief, nein. Ja, die... Magna wäre einsatzbereit. Grenzen sind gerade auf Cooldown, glaube ich, noch. Schieß mal den Magma unter das Schild beim mittleren. Wir gehen mal frontal drauf. Da musst du aber zuerst schießen, wenn überhaupt. Oh, ich brenne gerade ab. Du brennst unten. Das waren Batteries. Du hast jetzt gerade den Strom verloren, leider. Okay, dann mache ich erstmal alleine weiter. Oh nein. Ja. Cool, dass ich die gerade auch replaced habe. Ja, egal. Nice. Okay, das war der Plasma. Schade, okay. Okay. Dann wird nicht mitgenommen. Das ist ein Schatz von dir gewesen, Steffen, oben. Danke, danke. Ich hab Magna einsatzbereit, wie gesagt. Magna ist bereit, dann auf den unteren. Ja, unteren. Schiebe hoch. Ich habe eine Cannon nur, aber... Und go. Ja, schönes Ding. Der war richtig gut. Nice. Du hast irgendwas gekillt. Ich verliere die Kacke schon wieder. Kann ich angehen. Oh, fast. So knapp. Ich mach kurz unsichtbar für dich. Ja. Mal schauen, ob's hilft. Oh, Howie. Oh, Alter. Gerade krasse Metallprobleme. Hier ist der Plasma. Also, Ober hat sich halt echt so ein. Wobei, das Ding ist, es kostet ihn dann richtig viel, ne? Das alles zu reparieren. Ja. Weil so viel Splash davon. Oh, ja, das ist ein Wind da. Ich muss, die machen Zero Damage eigentlich bei Salzi. Die können die ganze Zeit nur leeres Holz. Das ist halt gut. Ja, so semi, aber also. Na, weil dann kann ich die rausnehmen. Ja, genau, genau. Steffen hat die ganze Zeit gute Free Shots. Ja, nochmal die Windräder. Ich brauche Anti-Air-Support von dir, sonst Howie Plasma kriegt nicht. Viel Bruder, ich habe so viel Anti auf dem Feld, ich kann die nicht so bauen, dass der den Howie von unten halt covert. Ja, okay, okay. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Das ist das Problem. Och, okay, war nochmal gut, die Defense. Schmerzen. Das war weird. Ich kann die Anti-Air noch ein bisschen weiter vorne bauen, vielleicht hilft das. Ungefähr so. Guter Shot. Bricht leider nicht, wa? Schade. Nein. Den hab ich, Feuerlaser hab ich. Nein. Das ist leer gewesen. Kein Wind mehr, oder? Der obere. Der obere dürfte wenig bis gar nichts haben, ja. Nee, ich glaub, der hat gar keinen. Ich glaube, Steffen, wenn du entweder auf oder unter das Schild bei der mittleren Base schießt gleich, dann könntest du den... Welche ist die mittlere? Die untere. Okay. Wenn du da unter das Schild die ganze Zeit hinschießt, machst du, glaube ich, immer Core Damage mit jedem Schuss. Okay, das versuche ich dann. Und du hast ja auch schon ein paar Mal getroffen da. Das war nicht schön, das schön, wichtig, richtig. Okay. Das wollte ich nicht. Egal.
Bridge wäre eine Combo gleich already. Boah, ich hätte Magna. Ich hab echt einen schlechten Winkel auf den unteren. Ja, ich kann mit den beiden Cannons schießen auf den unteren. Also über den unteren. Und go. Bereit? Schuss. Ja. Okay, ganz chillig, entspannt und rein da. Jo. Ja, das, oh, das war fast ein Kill. Ich hab fast den Howie bekommen. Das safe Salzi. Der Tür ist halt offen. Lass mal. Oh, fast. Was den Dorsnip gehabt. Das war ein Plasma, glaube ich, den du bekommen hast. Oh, sehr nice. Ich guck halt nie hin. Also, ja, nee, alles gut. Ich update euch. Ich bin sehr gut. Ist so. Der ja, kannst du moven? Ich habe keinen Plasma ready. Der dauert noch. Magna. Den anderen. Magna, meine ich ja. Dauert ja noch. Okay. Dann schieße ich kurz. Nee, jetzt go. Zu spät. Aber war auch gut. Will to be Block. Mhm. Steffen, kannst du vielleicht den Sniper rausnehmen? Die gekaperte Base unterm Windrad ist ein Sniper. Der bedroht die ganze Zeit Salty. Ja, ich hole jetzt auch Sniper hoch, das ist easy. Ja, mach ich sofort. Ist tot. Alles gut. Okay. Oh, ne. Glaub. Oh. Und nicht fallen. Nee, das schafft er. Das ist ein Survivor, der Junge. Hast du einen ready? Warte. Salzi? Ja. Lass ihn auf den oberen gehen. Okay. Bist du bereit? Ja. Go. Nee, ich kann nicht auf dem oberen. Unteren. Go. Sorry. Nicht gesehen, dass du schon geschossen hast. Der Sniper muss vorher weg. Mhm. Ja. Ich hatte meinen. Das ist immer unter der Wundtebühne von der gekaperten Base. Ich kriege jetzt ganz viele Kennenschatz. Oh, schade. Nee. Aber was machen wir für dich? Der untere hat nicht mehr viel Core-HP. Und ich glaube, der obere ist dann ein easy Snack für dich. Aber ich kann halt mit den beiden Cannons nicht drauf schießen. Das ist mein Problem. Ey, du hast vier Cannons. Die auf Top-Base und der ist tot. Ja, die müssen einen Punkt treffen dafür. Ja, das ist natürlich die Krux der Sache, ja. Ich kann es versuchen. Aber das ist so viel Splash-Image auch, weil der so dichtes Holz hat. Mhm. Ah, fuck, verämmt. Übel verämmt. Oh mein Gott, Steffen, was ist da los? Ja, ich dachte, ich muss die Tür aufmachen, aber musste ich nicht. Ah, oh Gott, warte. Ich glaube, ich baue einen Howitzer. Musste ich erstmal gegen einen verteidigen. Ich glaube halt, der untere ist der größere Threat als der obere. Wo ist der Sniper? Das auf jeden Fall. Der ist da in dem Holzwulst drin. Bisschen höher. Ja gut, das zweite hilft. Reihe. Nicht? Zweite Reihe und dritte Reihe. Zweite Reihe? Okay. Ja. Oh, und unter dem Winterrad ist auch einer. Oh, oh. Burns. Chef, du brennst noch? Ja, ich lösche aber. Nein, weg damit. Swamps, oh, da kommen jetzt Nukes. Das sind noch Swamps. Sicher? Oh, ist ein Nuke. Aber die werden rausgenommen, guck mal. Bam. Boah, ganz, ganz lucky. Naja, wären die durchgekommen, wäre schon ein bisschen fresh. Hol dir Flak-Tech. Brauchst du unbedingt. Ja, ich habe aber keinen Platz. Also, zumindest nicht so richtig. Ich kann's da unten da versuchen. Ja, oder da. Warum ist da nichts drin? Nein, das ist auch nichts drin. Der hat einfach null Wind. Ja, da genau den Winkel nochmal und dann hast du ihn. Dann hast du ihn. Ja, ich hab keinen Schuss mehr. wie machen wir das? Ich sag, wenn du nochmal so schießt wie eben auf den unteren, dann hast du den. Der wird noch so 20% Core-HP haben, maximal. Sie trudelt! Oh Gott. Oh mein Gott. Die haben wir nicht gebraucht, das war Zero Damage. Ja. Ja, dann nochmal genau da rein. Schießt er immer wieder hin. Ja, Steffen, let's go! Jetzt den oberen, der ist keine Gefahr für dich. Du bist 10 besser. Es geht!
Yes. Oh Gott. Du baust mal dein Meme wieder auf. Du, gegen den kannst du wirklich, kannst du ein ganz, ganz langes spielen. Genau so einen Shot habe ich auch kassiert. Aber war das Top-Base dann? Wo sind denn seine Cannons? Hast du ihm die genommen? Der hat eine, glaube ich, oder? Der hat nur noch eine. Und der hat keinen Wind. Und die müsste da oben sein. Ja, ja, ja. Ah, es sind sogar zwei. Da drüben ist auch noch eine. Ja, guck mal, was er für riesige Tore hat. Oh, die ist offen. Das ist ja. Sniper. Sniper. Ich hab keinen. Nein. Doch, da. Schick dir den Gun an. Schnell! Die ist wieder zu. Ist schön, aber ist da einfach nochmal, einfach mit der nächsten Reload-Rotation nochmal drauf. Der hat nur eine Tür davor. Und dann fällt die obere runter. Ja, schön. Er ist tot, oder? Nee, ja, die ist explodiert mit dieser. Die ist zu weit nach hinten. Aber er, wir haben beide hat noch Nukes. Er hat noch Nukes. Hol dir bitte Flak. Ja. Du sollst ja, jetzt hier nicht noch an der. Ja, die Galerei. Ich hab nicht die APM dafür. Keine Ahnung. Das ist noch nie schief gegangen. Oh mein Gott, das Spiel des Jahrhunderts, ey. Wie ihr zwei das noch geholt habt. Ah, ist nicht vorbei. Wollte gerade sagen. Jinx das jetzt hier nicht. Aber das Ding ist, dadurch, dass er Nukes hat, hat er keine extra Minen. Jeder Schuss von dir macht unendlich viel Damage. Der hat null Ressourcen. Der kann sich nichts leisten. Ich hol mir auch mal die andere Tech für Bass raus. Ja, das ist gut. Junge. Der Junge ist die ganze Zeit Bruch, sag ich dir. Die ganze Zeit Bruch. Alter Schwede. Ja, sehr schön. Sniper. Das war Sniper. Das war der Painting-Sniper. Noch das ein war der andere Painting-Sniper. Da drin sitzen sonst nur noch Windräder, glaube ich, ja. Ja. Okay. Ich baue auch noch ein paar Windräder vorher, damit ich die Rotation durchschießen kann. Und dann los geht's. Puh. Zero Damage im Prinzip. Ah, nix dran. Ja, guter Damage. Oh Gott, auch nichts drin. Immer noch nichts drin, nee. Ja, ich baue mal einen Howitzer, oder? Also ja. Wenn du. Ja, Bastos, mach. Howitzer, mach. Alles. Er braucht schon Minen. Stimmt. Ist ein bisschen Snowball dann, also. Die kann weg und die kann weg. Du könntest dich auch noch nach ganz unten verbinden. Da hast du nochmal vier Superminen und zwei normale Minen. Ich sag immer, retake it, ne? Oh boy. Nimm Geschenken. Nimm Geschenken. Die ganze Base und wegklappen ja. Und zieht dich von oben mit so. Nein, das hält, guck mal, ist stabil gebaut. Der Junge ist Statiker. Studiert, noch nie was schiefgegangen. Er hat noch immer keine Waffe, also du hast alle Zeit der Welt. So, jetzt hast du Economy. Ah, da guckst du dir an, wie es jetzt reinrattert. Tsching, tsching. Soll ich mal auf Reparieren drücken da unten? Nee, besser nicht. Du kannst mal unten reinschießen mit deinen Cannons einfach, um ein paar Windräder rauszunehmen. Das ist das Einzige, was er gerade an Economy hat. Ah, diesen wäre ich. Die sind immer weg. Immer weg. Zero Damage. Boah. Strom. Blinkt doch alles bei mir, ne? Ich sag's nur schon mal, falls gleich. Zwei Streben. Die eine kannst du zu Metall machen, dann blinkt die nicht mehr. Stimmt, da, die kannst du Metallen. Und die unterste auch, weil da ist ja keine Mine. Stimmt. Easy going. Das war die falsche übrigens. Du kannst einfach alle Minen von dir abreißen und alles aus Stahl da unten machen, bis es so stabil wie 10 Howitzer drauf bauen. Also wenn du einfach. So, jetzt schießen wir ein paar Kreisen hier. Genau, über das Windrad, was er da gerade hat. Hm. Ja, Windräder weg. Da sind keine Waffen drin, ist leer. Das wird ein Jahrhundert-Match, sag ich, wie es ist. Sag's auch. Nee. Ein bisschen brauche ich noch, aber auch nicht mehr so ewig. Ja, guck mal, alles weg. Da drehen sich die Dinger. Boah. Da ist leider eine Metallstrebe drin. Ja, jetzt schön die Economy ziehen. Let's go. Ja, guck mal. Snowball. Oh, die hat Core-Damage. Core-Damage. Ding. So einen Kreissägen oben rein und dann hast du es. Oben. Ja. Ja, genau, da. Da jetzt mit die Cannons rein. Do it.
Das treffe ich nicht. Das do ist it. Einfach. Ich baue einen Hohwitzer. Da hinten rein. Bau erstmal Kreissägen wieder nach. Bau mal Kreissägen nach. Aber der hat der Strom? Ja, ja, ist ja, der unten ist ein ganzer Strom. Du könntest auch noch ein bisschen Strom. Das Einzige, was ihm im Leben hält, ist die untere Basis von ihm. Oh, hier gibt's keinen Windflur, also du kannst überall Windturbinen spammen. Und Batterien. Ich weiß nicht, ob das die Statik genauso sieht. Hä, ja, da ganz unten bei den Minen einfach unterste Reihe Windturbinen rein. Go for it. Ja. Sind bei 100%, ne? Keine Ahnung, nicht geguckt. Ja. Weg mit dem Wind! Druck! Oh, warte mal, du kannst ihn killen. Du hast einen Winkel. Ah, zu tief. Über dem Wood Spam ist eine Metallstrebe, die vor dem Kern schützt. Oh mein Gott. Leon, wie viele Games wolltest du heute eigentlich spielen? So anderthalb oder? Ja, so eins wäre gut gewesen. Eins, ne? Ja, okay. Ja. Deswegen, ich bin theoretisch Open End frei, also wir können. Ah, okay. Was ist mit der Horrornacht? Ja, das Ding ist, die kann ich ja auch nach hinten noch. Also, ich meine, das hier zählt ja quasi als Horrornacht. Weil ich die Schüsse sehe schon, ja. Ja, genau dahin. Da ja, einfach immer wieder hinschießen. Guck mal, hast du ihn. Oh, Atem. Oh, ja, schön. Lecker. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Guck mal, wie es wackelt, das Ding. Wie kann denn die Verteidigung da so effizient sein? Ich raff's nicht. Naja, er hat halt doppelt an Minen fast, ne? Ja, da sind ja auch noch Nukes. Und gut, vielleicht hat er die verkauft, man weiß es nicht. Er hat auch eine Swarm. Eine Swarm. Ach, guck, jetzt blutet es ihn langsam aus, weil er ist nicht mehr connected mit der unteren. Ja, ja, der. Man sieht. Der blutet. Ja, ja. Er blutet. Mm. Leckeres, leckeres Blut. Ja, komm. Und noch bing, bing, bing. Jetzt den Howie hochmoven, zusammenkrachen, ja, genau. Und GG. Oh, ein bisschen, ja, tief, ne? Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja, ist okay. Geht, und da geht, rein, geht. Da rein, da ist. Oh, Bergliebe! Oh, Ticken höher. Ja. Oh, das ist eine Metallstrebe. Der ist ein Genie. Oh, zu tief. Oh, Bergliebe. Leider Bergliebe. Du hast doch Kreissägen, ne? Du kannst auch in den Winkel zu hitten. Oh, Bergliebe. Oh nein! Mein Gott. Du kleiner Bär für die Schiss. Aui, ja. Aui. Guck mal. Einfach ins gleiche Loch. Nochmal. Wow. Ja, guck mal. Nee, schon auf Kern jetzt. Kannst du killen. Ja, ich arbeite. Ja, ein noch. Ein noch. Arbeite. Ja, komm. Ja. Ja. Oh, okay, noch ich ein. Ich arbeite oder? Dran. Ja. Nee! Zu tief! Aber noch eine Cannon? Nee. Der liegt schon am Boden, wir trägt immer wieder rauf, aber er hört einfach nicht auf. Ja, komm. So, und jetzt. Er macht Portale! Jetzt haben wir ihn, oder? So! Ja! Ja. Alter, 40 Minuten, easy! 2 gegen 1, GG, let's go! Was ein Clap! Wollte gerade sagen, hallo? Was denn? Ach. Ja, alles gut. Alles gut? Carried. Junge, Junge, Junge. Ich könnte Coach werden, glaube ich. Einfach direkt am Anfang abbauen, ihr kriegt meine Minen und ich coach euch. die neue OP-Strat. Ja. Ich feed einfach einen von euch. Oh, ich baue einfach nur Minen, baue mich nach oben und du kannst direkt meine Base übernehmen. Ach, geil. Oh, mein Gehirn.